Hallo zusammen! Hallo zusammen, ich habe hier eine Kühlbox, die nicht kühlt. Das Ding ist 10, 11 Jahre alt. Der Kunde sagt, sie läuft immer, aber kühlt nicht. Wenn ich das kontrollieren will, mache ich hier einen Deckel auf. Ich habe mal die Schrauben schon vorgelöst. Das sind hier 6 Schrauben. Und ich sehe, läuft das Teil. Das heißt, der Ventilator, den sehe ich, ob er hier dreht. Diese Boxen haben alle irgendwie einen Ventilator drin. Das heißt, erster Blick, läuft der Ventilator. Läuft der Ventilator durch? Sprich, läuft er permanent oder läuft er und nach 60 Sekunden geht er kurz aus, wird langsamer und startet dann wieder. Dann haben wir ein Problem, dass die Kühlmaschine wahrscheinlich nicht läuft. Wir haben hier ein hochpräzises Werkzeug, ein Schraubenzieher. Und mit dem Schraubenzieher, den können wir hier ins Ohr halten und die Spitze auf den Kompressor. Dann hören wir, was im Kompressor drin läuft. Also wir hören nicht mehr den Ventilator, sondern effektiv den Kompressor. Wenn der Kompressor dann durchläuft, der Ventilator läuft durch, dann ist es, und er kühlt nicht, ist es Kältemittel. Diese Kühlbox hier, jetzt muss ich das Ding ausmachen, hier ist ein Wärmetauscher drin. Dieser Wärmetauscher wäre bei diesen Boxen austauschbar. Kostenpunkt mit Füllen und so weiter etwa um die 200, 250 Franken. Wenn ich aber eine Box habe, die den Wärmetauscher hinter dem Wand drin hat, dann kann ich die nicht austauschen, das ist das im Schaum. Da mache ich euch hier ein Video über eine Reparatur, wo der Verdampfer innen drin defekt ist. Dann wirklich wegschmeißen. Hier könnte ich jetzt austauschen. Und hier, an dieser Stelle, hat es Öl dran. Hier an dieser Stelle, man sieht, es hat Öl drin und hier ist eine Oxidation in dieser Leitung. Das heißt, diese Leitung ist defekt. Man muss also den ganzen Verdampfer ersetzen. Man sieht jetzt hier, hier plattert es auch ein bisschen. Hier in dieser Leitung ist ein Loch. Also hier ist die Leitung doch oxidiert und somit entweicht hier in dieser Leitung hier drin das Kältemittel. Das Kältemittel habe ich natürlich vorgängig hier über das Schraderventil, hier fehlt der Deckel, aufgefüllt. Der Kunde hat dem Mann gesagt, ja, in Anbetracht, dass das Teil schon so alt ist, kauft er sich eine andere Kühlbox. Da verlinke ich euch die 45, die 35 hat er gekauft, YPX. Ja, und wir entsorgen das Gerät. Ihm ist das zu teuer, die 200, 250 Franken. Und eben, die Box ist 10 Jahre, die Box ist gebraucht, die hat gelebt. Weitere Reparaturvideo kommen und für das könnt ihr mir natürlich auch ein Abo hier lassen. Hier das Video von dem Schrank, wo die Isolation drin ist. Hier ein Abo und hier natürlich
die Nachfolgermodell, was der Kunde gekauft hat. Ich wünsche euch einen schönen Tag.